Weiter geht's bei unserem letzten großen Abenteuer bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung 7 Zeit. Und Angriff Itoshki. Das fängt da schon mal gut an. Und Bronzel. Du kannst ganz schön nerven, weißt du das? Tja, ein Belebersam bin ich dank Porygon. Ja, schon mal los. Genau, wegen dir. Wegen einer von deiner Sorte. Wegen deinem blöden Ladungsstoß. Weißt du, wie sehr der mir auf den Keks geht? Mann. Und da bewegt sich ein Sonnenfall auf uns zu. Yay. Gut gemacht, Itoshki. Was haben wir denn? Eine TM und das ist Schwerttanz. Da habe ich, glaube ich, schon dreimal. Und wir haben wieder zu Glück mit den Treppen. Naja, mit den Bronzels komme ich einigermaßen zurecht. Hauptsache, es kommt nicht noch ein weiteres Porygon, oder... Du machst das mit Absicht, oder? Porygon. Porygon, bekannt für epileptische Anfälle und Nervenverluste. Nein, jetzt verfolge mich doch nicht. Ah, ich liebe es. Es ist so schön. Ein Grüngummi für Itoshki. Lass es dir schmecken, mein Freund. Ui, und dein Angriff steigt. Na, zu dumm, dass du nur Spezialangriffe kannst. Und Lichtschild, schon wieder. Wahrscheinlich war es die gleiche TM wie vorhin. Und weiter, auf Etage 13 sind wir schon. Das läuft ja ganz gut, wenn da nicht mal dieses Porygon wäre. Porygon, eigentlich mag ich dich, aber in diesem Spiel hasse ich dich. So verdammt nervig, wie du bist. Fliorb, habe ich einen für den Notfall. Wenn es zu dicke kommt, können wir immer noch zum letzten Speicherpunkt zurückkehren. Ne, auch nicht. Ah, da müssen wir in die Mitte gehen und dann rum. Ich verstehe. Und Itoshki, wir tauschen mal besser die Plätze. Genau. Na, so hat mir das doch ganz gut gefallen. Puh, ich dachte, immer wenn ich da einen Gummi liegen sehe, habe ich Angst, da kommen gleich Pokémon von der Decke runter. Und wir sind an einem Speicherpunkt angelangt. Oh, wie gut. Wir sind ganz schön hochgeklettert. Wie weit ist es noch bis ganz oben? Ah! Noch eine Erschütterung. Diese Erschütterung war sehr intensiv. Es wird wohl noch schlimmer. Der Turm scheint immer schneller zusammenzufallen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Wenn der Zeitturm so reguliert, wie Lapras es sagte, dann wird, sobald der Turm kollabiert... Da wird die Lähmung des Planeten eingesetzt. Dann sollten wir uns lieber beeilen und nicht so quatschen. Also, legen wir besser los, Nagi. Jo, aber Zeit zum Speichern muss sein. Denn hier beginnt das schwerste Stück.
Und was ist schlimmer als ein Porygon? Besser gesagt, als das normale Porygon. Ma. Porygon 2 natürlich. Hier ist zum Glück noch nichts, was uns irgendwie aufhalten könnte. Porygon 2, wie du mir damals auf den Keks gegangen bist. Ich glaube, Porygon 2 und Porygon Z sind so ziemlich die einzigen Pokémon, die, glaube ich, noch nie im Anime vorgekommen sind. Und die Tasche steckt auf. Nice. Wir können jede zusätzliche Stärke gebrauchen. Vor allem gegen Typen wie dich. Ach doch, da oben ist die Treppe. Haha. Und soweit ich weiß, müssen wir noch 10 Etagen gehen. Und eine Akura-Brille. Was ist nochmal eine Akura-Brille? Jam, ein Samen, lecker. Ich glaube, das erhöht meine Genauigkeit, oder? Er holt Wurftreffsicherheit. Porygon 2. Wie sehr ich an dir verzweifelt bin, als ich zum ersten Mal Mystery Dungeon 2 gespielt habe. Was? Bronzong! Super, alle Pokémon, die uns schon vorher auf den Keks gegangen sind, haben sich jetzt entwickelt und gehen jetzt noch mehr auf die Nerven. Oh, und boah, liegen hier viele Items rum. Man könnte ja fast meinen, das könnte ein Monsterraum sein. Nee, die Sachen will ich... Wohl, die Sachen kann ich mir sowieso nicht mitnehmen. Kann ich genauso gut weitergehen. Porygon! Und Porygon Z ist auch schon da. Nee, wisst ihr, ich gehe weiter. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel hier. Den Apfel verspeisen wir noch. Was haben wir hier? Pulsivsamen. Immer noch keine Flinksamen in Sicht. Und ich glaube, ich werde auch keinen mehr finden. Okay, diesmal müssen wir wohl kämpfen. Da kommen wir nicht drum rum. Ach, ich dachte, wir könnten schon viel, viel, viel weiter sein, wenn du mal ein bisschen öfter treffen würdest. Achso, da oben kommt ja auch was. Dann kümmere ich mich um den hier. Yay, auch ich steige auf und will was Neues erlernen. Was ist das bloß? Nassschweif. Nee, kann ich. Ist nicht oft genug einsetzbar. Oh, ich bin stolz auf dich. Du hast es ganz alleine geschafft. Das Spiel ist gerade ziemlich gütig zu mir. Hallo, komm, so nett musst du auch nicht sein. Oh oh. Was ihm aber nichts bringt. Okay, noch mehr aus der Porygon-Familie. Nein, die werden jetzt... Ach nee, komm, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Toshki, gib's ihm. Das war nicht ganz gut genug. Dann mache ich den Rest. Jupp, ein bisschen aufladen. Wow! Brutal Ander, gleich 2 Stück davon. Und es ist gefroren, was uns leider nicht viel bringt. Ach nee, mach mich nicht langsam. Itoshi, greif an. Los, zeig's ihm. Ja, ist klar, wenn der auf eine Falle tritt, dann wird sie natürlich nicht ausgelöst. Aber wenn ich mit meinem zarten Gewicht da drauf steige, kann ihm an die Wegdämmung wirklich nicht viel. Komm hierher!
Jetzt aber fix, wir haben noch... Oh, Porygon Z. Was? Jetzt... Ach, oh, jetzt auch noch Metagross. Man kommt ja auch zu überhaupt nichts. So, hier sind wir richtig. Und wenn wir hier hochgehen, sind wir, glaube ich, an der Spitze des Turms. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir... Na, ich würde mal sagen, 70% Wahrscheinlichkeit. Und wir sind oben. Also, im nächsten Video geht's dann richtig rund. Bis dann!